Hallo Röhr, meine lieben Freunde, warum laggt es? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das liegt an der Überprüfung meines Rechners. Jetzt habe ich gestern irgendwie ein Virus raufbekommen auf meinen Rechner. Und den versuche ich gerade zu zerstören. Von da kamen wir, ne? Stimmt. Willkommen zu Rise of the Tomb Raider erstmal, genau. Rise of the Tomb Raider. Muss ich hier runter? Nein. Okay, wir gehen, glaube ich, den Weg hier runter. Yeah. Mal wieder in der normalen Story weiter. Schon ganz geil, ne? Schon ganz geil. Oder kamen wir von hier? Nee, hier. Nee, 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 nee. Hier kamen wir nicht her, oder? Ich glaube nicht, nee. Nee, wir kamen da oben her. Stimmt. Da kann ich irgendwas machen. Nice. Oh Gott, einen Moment. Ich muss nebenbei einmal kurz was klären. Ja. So. Gut. Hallo Häschen. Ah, nee, ich lass dich mal in Ruhe. Mann, diese Lags sind halt ein bisschen dumm, ne? Ist halt ein bisschen doof. Aber es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Mein Rechner muss überprüft werden und ich muss halt aufnehmen. Deswegen gucken wir erstmal hier rein. Ich weiß nicht, ob. Karte aktualisiert, interessanten Ort entdeckt. Ja, das sieht hier sehr interessant aus. Herausforderung ins Dunkel. Forschen Sie die dunkle irgendwas. Erstmal die ganzen Pilze mitnehmen. Da können wir was aufbrechen. Hier ist Erz. Das Erz will ich auch gern mitnehmen. Nice. Hier ist noch mehr Erz, das nehmen wir auch mit. Oh Mann, diese Lags, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber ich muss aufnehmen und ich muss die Überprüfung machen. Ich kann es leider nicht ändern, es tut mir leid. Mann. Ach Mensch, ich weiß auch nicht, wie lange das noch dauert. Okay. Wir haben Münzen eingesammelt. Okay, ich dachte, wir sammeln das Skelett ein. Hä? Ja, hier war was. Ah, da. Kokos von Nicea, der Astronom. Griechisch hat sich erhöht. Das ist sehr gut. Glaube ich. Ist es gut? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist gut. Alter, ist hier. Was ist da dir? Oh. Runter, oder? Ja, runterkommen. Wo sind wir hier? Kann ich hier rauf? Ja, und dann kann ich hier hoch. Aber hier hätte ich auch so hinkommen können. Alter, was ist das hier denn? Kann ich darüber? Komm, versuchen wir es. Sprinten und springen! Ja, sie kann rüber. Huh. Erze. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt der Weg normal weiter ist. Nein, hier ist Ende gleich. Okay. Alter, aber eine Karte. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Okay. Ich meine, ich kann verstehen, dass die, die ganze Zeit darüber diskutiert haben, was der Platz des Menschen ist, während sie Sterne angeguckt haben. Das ist übel schön, ohne Witz. Das ist übel schön. Da unten gehen wir jetzt noch nicht lang. Ich glaube, da unten kommen wir wieder zurück irgendwie. Ach genau, hier muss man lang. Oder hier wollte ich lang. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist übel schön, sich einfach nur die Sterne zu anzusehen, Sterne zu betrachten und dann über
was auch immer zu labern mit einem Kumpel oder so. Das ist übel angenehm, übel schön. Schon cool. So, kann ich von hier aus? Ja, kann ich, okay. Nein, nicht weit genug gesprungen. Das probieren wir gleich weiter. Ich glaube, da oben müssen wir gleich hin. Achso, hier unten kommen wir gar nicht weiter. Oh, wow, okay. Kannst du mal... Kannst du da mal... Danke. So. Münzen mitnehmen. Okay. Holz. Achso, okay, gut. Okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter, oder wie? Mann, ich würde gerne wissen, was da oben ist. Na, ich glaube, hier kommen wir nirgends mehr weiter hoch. Hier auch nicht, nein. Hier hinten kommen wir nur dahin wieder zurück. Genau. Okay, ja gut, dann springen wir wieder runter. Das war super abgerollt, oder? Das war super abgerollt. Zum Glück laggt es nicht so viel. Das ist recht angenehm. Hä? Ach so, lol. Hier war ich noch gar nicht unten. Oh, Okay, was für ein Schatz ist das? Sieht interessant aus. Kann ich mir das... Wieso kann ich mir das nicht angucken? Komm schon. Ich kann mir jedes verdammte Gemälde und so angucken. Nur diese hier nicht, oder wie? Nicht mal das! Ach komm schon. Das wäre so cool. Stimmt, wäre da eine richtig geile Geschichte. Da könnte eine richtig geile Geschichte zu erzählt werden. Antiker Bogen! Ausrüstungsteil gefunden. Oh, nice! Sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. So, aber hier unten ist doch sicherlich auch noch irgendwas, was wir jetzt erkunden müssen, oder? Irgendwas. Ich gehe mal runter. Gibt's irgendwas zu erkunden? Okay, da kommen wir wieder hoch. Alles klar. Alter. Das mitnehmen, die Münzen mitnehmen. Das hier mitnehmen. Okay. Und das war's, glaube ich, mit dieser Höhle. Okay. Schön. War nett. Das ist cool. Das ist cool hier. So viele Sachen, Tomb Raider. Oh, das ist so schön. So viele Sachen zu erkunden. So viele verschiedene Höhlen, um die Gegenstände zu finden. Es ist so geil. Es ist so geil. Aber ich werde jetzt bei diesem Spiel genauso handhaben wie bei dem anderen auch schon. Ich werde nicht alles im Nachhinein nochmal erkunden. Ich werde das, was ich auf dem Weg habe, mitnehmen. Das, was ich hier auf dem Weg von der Story sowieso finden kann, werde ich einsammeln und werde ich erkunden. Und wenn die Story vorbei ist, dann sind wir halt fertig. Ich werde nicht nochmal an jeden Ort zurückreisen, um alles zu suchen. Dann habe ich die Story... Kann ich das nicht nochmal? Nein, okay. Habe ich die Story durch und dann ist für mich das Spiel auch vorbei. Da muss ich noch alles finden, weil es bringt mir dann nichts, nochmal alles zu finden. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Der okay. Erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt, der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch und ich lebe.
Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Alter, mit dem Psychopath ist schon... Hat es schon recht, das ist irgendwie echt... Creepy. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Okay. Ablenkungsobjekt. Können eine Reihe von Feinden anlocken. Habe ich denn Ablenkungsobjekt? Nein, habe ich nicht. Giftbeule, ja. Mehr haben wir nicht. Ach hier. Habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift drei bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon... Ich gehe mal nachsehen, bin gleich zurück. Verstanden. Okay. Ja, geh hin. Er ist weg, okay. Moment mal, da ist irgendwas. Wo ziele ich denn jetzt hin am besten? Nein! Okay, ich glaube, ich hab ihn. Wow. Ich hab eben eher gehofft, dass er in die andere Richtung geht. Und nicht in unsere. Aber okay, gut, das hat ja funktioniert. Würde ich mal meinen. Komm, das Holz sammeln wir jetzt nicht ein. Hier noch irgendwas? Oh, da, ja, da. Da haben wir etwas. Etwas. Hier haben wir noch das hier. Hier drin ist nochmal Ablenkung. Okay, noch mehr Ablenkung. Ach so, ich kann die nur aufsammeln und dann werfen. Okay. Suchen Sie den Hubschrauber Landeplatz, okay. Erstmal runter. Wie kann ich denn... Moment mal eben. Option, Tastatur und Maus. Nee, Tastenzuweisung, da. Sprinten gehen, fahren lassen. Überlebensinstinkt. Nahkampf. Heilen? Oh cool, ich kann mich mit V heilen. Wusste ich das schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nächste Waffe auswählen, Bogen auswählen, Pistole auswählen, Gewehr auswählen, Schrotflinte auswählen. Schulterwechsel, Umschalt. Ah! Da konnte ich irgendwas nehmen. Ja, die Bären. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Wir kriechen. Hä, es war doch zäh zum Kriechen. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben. Sie sind hier! Ausschwärmen. Haltet die Augen offen. Überprüft das Gebüsch. Wie, der sieht mich. Ich glaube, den habe ich. Ja, sieht so aus, ohne gesehen zu werden. Nice Sache. Okay, ich werf das mal nach da hinten. Scheiße!
Hab ich alle? Ich weiß es nicht. Lampe mitnehmen. Ach, die kann ich jetzt auch werfen, ne? Stimmt. Die kann ich jetzt auch werfen. Kann ich das mal... Ach komm, ich werf das jetzt einfach mal. Da hinten hin. Yeah. Ich glaube, da sollte ich nicht drauf sein. Okay. Also ich glaube, wir haben alle Feinde erledigt, oder? Schaut zumindest so aus. Kann ich den noch? Ja, kann ich noch. Sehr gut. Das öffnen. Das mitnehmen. Das am besten. Obwohl, nein. Ich nehme lieber die Lampe mit. Okay, hier ist nichts. Oder hier ist niemand. Doch, da oben. Okay. Den haben wir auch gemacht. Schöne Sache. Können wir hier noch irgendwas machen? Machen? Nein, können wir nicht. Okay. Alarm, wir haben einen Eindringling. Wo? Wo sind sie? Da kommt einer. Da ist er. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Die Musik hat auch noch aufgehört. Okay, wir haben alle, glaube ich. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Hm. Okay. Interesting. Das hier kann ich noch übersetzen. Hm. Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Okay. Achso, das war das da. Okay. Das war die Flasche, mit der ich interagieren konnte. Noch eine Lampe. Die lassen wir aber erstmal in Ruhe, aber das hier öffnen wir noch. Oh, ah. Halbautomatische Pistole. 2 von 4 gefunden. Das ist sehr gut. Das ist sehr schön. Da hoch, okay. Ich muss da hinten rüber, ne? Ich muss zum Hubschrauberlandeplatz. Und... Uppa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Obwohl, irgendwie war das ja klar, dass das passieren wird. Okay, springen. Und jetzt dort rüber. Und hoch. Sehr gut. Seil. Ich will auf das Dach. Kann hier nicht hoch, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich nehme mal die Lampe mit. So, hier haben wir noch Ausrüstung. Okay. Hä? Halten Sie C, um sie abzulegen. Ah. Ah, ich muss da hoch. Oder? Wo muss ich hin? Ach, das muss ich kaputt werfen. Wow. Oder? Ja, musste ich. Schön.
Neue Waffe. Nice.